Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen hier zu Milo TV. Wir sind zurück in The Elder Scrolls Online, aber nicht nur aus dem Grund, weil wir einen neuen Part für euch schneiden wollen. Nein, nein, nein. Dies ist ein Facebook Community Spezial und ich muss ganz ehrlich sagen, wir wurden getaggt. Und zwar von Spooky, unserem lieben Herrn Großanführer, würde ich mal so sagen, aus der Independent Let's Play Germany Gruppe auf Facebook. Und ja, wir wurden getaggt, wollte ich nochmal sagen. Wir wurden getaggt. Auf jeden Fall. Es gibt insgesamt 7 Fragen zu beantworten und eine werde ich am Ende des Videos auch noch hinzufügen, beziehungsweise nach den Fragen werde ich eine Frage hinzufügen und dann werde ich auch noch vorlesen, welche Kanäle ich taggen werde. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch nebenbei ein bisschen Gameplay-Material, während ich hier so am Labern bin. Ich denke, das ist an sich so das Schönste und Beste und ich will ja nicht, dass euch langweilig wird von meinem ganzen Gerede andauernd. Und ja, fangen wir am besten einfach mal an. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mit der Frage an. Was war deine erste Konsole? Das ist, meine erste Konsole war der N64 gewesen. Da war ich noch ein kleiner Büb. Ja. Da habe ich hier Super Mario 64 gekriegt und war total glücklich, auf jeden Fall. Super Mario 64. Ich glaube, als nächstes hatte ich dann... Ich bin gerade nicht ganz sicher, was ich danach gekriegt hatte, aber ich glaube, es war schon Turok gewesen. Und als kleiner Büb habe ich dann... nicht so gut mit dem Spiel, also vom Verständnis her bin ich nicht so gut damit klargekommen erst. Aber es war, mit dem Alter kam dann die Erfahrung und irgendwann hatte ich dann Turok auch mal durchgehabt. Aber N64 war meine erste Konsole auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sie auch noch hier liegen. Zwar habe ich keine Controller mehr dafür, die funktionstüchtig sind. Aber ich werde den N64 niemals verkaufen. Ja, das wäre die erste Frage gewesen. Zu der Quest, die wir machen. Wir müssen Soldaten töten und irgendwelche Beweise sammeln. Ja, kommt vor, ne? Kommen wir zur nächsten Frage. Worauf zockst du gerade? Wahrscheinlich ist damit gemeint, ob ich jetzt PC oder die Konsolen benutze. Momentan zocke ich primär auf dem PC. Sage ich ganz ehrlich, PC ist mein Favorit einfach. Momentan komme ich am besten mit klar, schon seit einer etwas längeren Zeit. Und was zocke ich denn sonst? Also das ist auf jeden Fall, worauf ich momentan am meisten zocke. Sonst zocke ich auch noch die Xbox 360. Das ist meine zweite Favoritenkonsole. Und ich habe natürlich auch noch eine PlayStation 3 hier rumfliegen. Mit der spiele ich auch noch oft. So. Ja, momentan haben wir keine Informationen oder Beweise derzeit erhalten. Wir kriegen ein bisschen hier was auf die Schnute. Aber ich glaube, da habe ich was. Oh, das sieht gut aus. Wo waren die nächsten Fragen? Da, ich habe mir alles hier so schön zurechtgelegt, damit ihr das wisst, weil ich versuche das meiste so aus der Spontanität heraus aufzunehmen und das mache ich eigentlich immer sehr gerne. Also gut, die nächste Frage wäre, was war dein erstes COD? Mein erstes Call of Duty, das war Call of Duty 1 mit dem Expansion Pack gewesen, beziehungsweise das Expansion Pack kam danach ein paar Wochen später für mich raus. Also ich habe sehr spät mit COD 1 angefangen, aber ich bin noch in der COD 1 Generation groß geworden und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also, ich war rundum zufrieden mit dem Spiel. Ich habe das mehrmals durchgespielt. Am tollsten fand ich die Mission. Ich meine, es wäre so ein Expansion Pack gewesen mit den Flugzeugen. Ja, ich meine, es ist zwar jetzt so vom Anspruch her, war es jetzt, fand ich jetzt nicht viel, aber ich fand es einfach cool, wenn man da durch das Flugzeug läuft und immer diese Geschützstellungen eingenommen hat oder mal hier eine kleine Sache getan hat und da eine kleine Sache. Ich fand das großartig, das hat mir sehr gut gefallen und ja, das war mein erstes Call of Duty. Und ich würde sagen, kommen wir mal zur nächsten Frage. Nicht, dass ich euch sonst zu sehr langweile mit meinem komischen Gameplay-Material. Und zwar ist das, welches COD, also ich spreche es jetzt einfach nochmal normal aus, welches, ja, ich sag's einfach so, welches COD ist momentan dein Lieblings-Call of Duty? Sag ich momentan keins. Das liegt daran, dass mich dieses diese Marke Call of Duty einfach dermaßen verschreckt hat. Also ich habe Call of Duty 4 auch noch sehr gerne gespielt, wenn auch nicht aus Eigenbesitz. Ich habe es mir nicht selbst gekauft, ich habe es vom Freund ausgeliehen gehabt, habe es 2-3 Mal durchgespielt, habe ein bisschen im Multiplayer gespielt, habe sehr viel Spaß gehabt damit und war auch rundum glücklich. Dass den fünften Teil, den World at War, den hatte ich auch gehabt, auch ausgeliehen natürlich. Den habe ich im Multiplayer gespielt, auch im Singleplayer hat mir auch noch eigentlich einigermaßen Spaß gemacht, aber seit Modern Warfare 2 hat mir das Spiel nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich meine, ich sag zwar sehr gerne, dass Call of Duty mittlerweile sehr innovativlos ist, also, aber ich meine, es sind Geschmäcker. Ich persönlich finde zwar, dass Call of Duty nicht so toll ist, ja. Dafür gefallen mir andere Spiele einfach besser. Und andere sagen dann wiederum, ja, Call of Duty ist gut oder nicht. Je nachdem, was ihr sagen wolltet. Ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Jedem das Seine. Ich habe einige unserer fähigsten Kämpfer hier versammelt. Wir sind bereit, die Feste zu infiltrieren, sobald der Weg frei ist. Ja. Ihr seid ideal für meinen Plan, mein Freund. Euer Plan interessiert mich nicht. Ich mag das Gebiet sowieso nicht. Aber in Ordnung. Benutze den komischen Trank. Haben wir gemacht. Zack, zadap. Kommen wir dann mal. Wenn es dazu noch irgendwelche Fragen gibt oder Kommentare, ihr könnt auf jeden Fall gerne schreiben. Da höre ich sehr gerne zu. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Schwuppdiwupp. Auf jeden Fall lasse ich mich da auch gerne auf Diskussionen ein, was eure Meinungen dazu sind. Wäre auch nur gerecht. Fertigt, ne? Kommen wir da auf jeden Fall auch zur nächsten Frage. Wer ist dein bester Zockerkollege? Puh, also ich habe in den letzten Jahren habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Gerade durch die Gaming-Szene. Und auch wenn ich größtenteils nicht so viel Kontakt zum RL hin habe mit den Leuten, habe ich viel Kontakt über die Plattform, über Skype, Facebook und so weiter und so fort. Also da habe ich schon einigermaßen viel Kontakt mit vielen Leuten. Am liebsten spiele ich natürlich mit meinem besten Freund. Wenn wir hier zusammen eine LAN feiern oder einfach nur an der Xbox oder sowas in der Art, das macht natürlich am meisten Spaß. Nein. Vermeide entdeckt zu werden. Das ist auf jeden Fall mein bester Zockerkollege, mit dem mache ich das auch sehr gerne. Momentan spiele ich auch mit dem TNR-Clan in Battlefield 3 sehr viel und auch sehr gerne. Eine sehr lustige Truppe. Schaut ruhig mal rein, wenn ihr wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Skillabhängig braucht man da nicht sein. Das ist scheißegal. Hauptsache der Spaß steht im Vordergrund. Und das ist auch das Wichtigste. Also mit Maru spiele ich auch sehr gerne, wenn wir League of Legends oder so spielen, das tue ich auch sehr gerne. Mit wem machen wir noch? Ach, es gibt so viele, aber mein bester Zockerkollege ist und bleibt wohl mein bester Freund.
Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt zur sechsten Frage. Die sechste Frage ist eine Frage, die ich eigentlich nur schwer beantworten kann, da ich eigentlich nicht so der Fan davon bin. Aber Lieblingssportart und Verein. Was ist meine Lieblingssportart? Ich bin kein Fußballfan, muss ich ehrlich sagen. Also wenn Fußball gespielt wird, also jetzt auch so im RL, kommt drauf an, wenn ich Lust habe, spiele ich mit. Wenn ich keine Lust habe, spiele ich nicht mit. Aber es ist garantiert nicht meine Lieblingssportart. Ich mag sie eigentlich eher weniger. Formel 1, Spooky hat in seinem Video gesagt, dass Formel 1 wohl so seine am besten favorisierte wäre. War ich früher mal als junger Bub, habe immer mit meinem alten Herrn Formel 1 geguckt. bis wir dann irgendwann so diese Interessenskonflikte hatten. Er war Michael Schumacher-Fan, ich war Ralf Schumacher-Fan. man kennt das, ja? Aber das Interesse an der Formel 1 lag damals eher weniger auf den Rennsport an sich, würde ich meinen. Was ich mir sehr gerne mir angucke, oder was ich mir allgemein sehr gerne mal angucke, ist American Football. Einen speziellen Verein habe ich da nicht. Ich gucke gerne alle Teams. Ja, rede mal hier weiter. Auf jeden Fall, American Football wäre dann wohl so meine liebste Sportart, auch wenn ich sie selbst nicht betreibe. Ja, das wären 6 Fragen. Jetzt kommen wir zur 7. Frage. Die hat unser Herr Spooky gestellt, und zwar Lieblingsplattform. Was ist meine Lieblingsplattform? Meine Lieblingsplattform wird für immer bleiben die Xbox 1, also die ganz normale Xbox. Ich hatte eine der ersten Generationen gehabt, die habe ich dann irgendwann aber verkauft. Das lag daran, dass ich Geld brauchte und so. Aber das war meine liebste Konsole, also ist meine Lieblingsplattform. Ich habe da Halo, das war wohl der Grund, warum ich diese Konsole so feier. Das Spiel hat mir so unendlich viel Spaß gemacht. Ich habe alle Teile durchgespielt und weiß nicht, also war halt zu dem Verhältnis so, wenn ich jetzt so zurückblicke, N64 versus Xbox gewinnt, weil die Halo-Story hat mich einfach zu fasziniert. Da hat es mich zu sehr reingezogen. Und es ist ja nicht nur Halo. Ich meine, ich habe auch gerne Crimson Sky gespielt. Dieses Flugzeugspiel da. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann dieses Autospiel, wo du durch Paris fährst und so, wo du diesen Freifahrtsmodus hattest. Oh, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Das hat mir aber auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Da war ich overglücklich. das waren auf jeden Fall sehr schöne Zeiten, an die ich mich immer sehr gerne wieder erinnere. Ich benötige Hilfe. Nein, benötigst du nicht. Und ich habe hier einen Stift. Spooky, falls du das hörst. Ja? Einen Stift habe ich hier auch in der Hand. Der nervt mich auch die ganze Zeit. Ihr schießt aber hier sehr gut. Das wären auf jeden Fall die 7 Fragen, die gestellt wurden. Und ich füge jetzt einfach mal eine 8. Frage hinzu für die nächsten, die getaggt sind. Auf welches Spiel wartet ihr? Nein, warte mal. Ich stelle sie anders. Warte. Welches Spiel? Nein. Wie mache ich das am besten? Auf welches Spiel wartet ihr am meisten oder am liebsten? Also, um die Frage aufzuklären, also von meiner Seite aus, ich warte ganz, ganz besonders gerne auf ein neues Halo, ein richtiges Halo. Halo 4 war zwar gut, ja, gut, Story hat mir gefallen, ich spiele es ja eigentlich nur wegen der Story, eher weniger wegen dem Multiplayer, aber so ein altes Halo kommt es leider nicht dran, auch wenn die Sache mit Cortana etwas traurig für mich war. Why? also wie gesagt, auf welches Spiel wartet ihr am meisten, am liebsten?
Das wäre wohl meine Frage dann. Ja, würde ich sagen, das wäre die 8. Frage. Und, wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall ein Halo. Und damit wären alle 8 Fragen durch. Ja. Alle 8 Fragen wären durch. Dann kommen wir zu denen, die ich tagge. Das schreibe ich natürlich auch in die Beschreibung rein. Auch mit meiner Frage, die formuliere ich dann halt nochmal, ne? Etwas besser, als ich sie ausspreche. Auf jeden Fall habe ich als erstes getaggt Darkix Phoenix. Der junge Herr beschäftigt sich primär mit Diablo 3, Guides und so weiter und so fort. Er hat auch da so einen super Kill gemacht mit einem Level 1er. Templer, glaube ich, war das. Für den Endboss da, diesen Malzahat oder wie der hieß. Ich bin ja nicht bei der Diablo-Szene so am Laufen. Aber erstmal Respekt dazu. Und das ist den tagge ich auf jeden Fall. Das weiß nicht, also. Ich finde seine Videos gut, ansprechend. Und ja. Dann hätten wir The Captain Gamers. Oder Games. Games. Jetzt bin ich gestorben, weil ich hier auf den Zettel geguckt habe. Captain Games ist ein Kollege auf Facebook. Der ist auch in der Independent Let's Player Gruppe drin. Jetzt bin ich hier rausgeswitcht worden. Was ist das? Da Fuck. Wollt ihr mich verarschen? Na super. Auf jeden Fall, den habe ich auch getaggt. Der spielt momentan oder hat momentan sehr viel Deponia gespielt. Und er hat auch noch das State of Decay Let's Play am Laufen. Also, schaut mal rein. Ist noch ein recht kleiner. So klein wie ich. ich weiß jetzt nicht mehr, ob GlowMyTVLP auch mit bei uns in der Gruppe war. Aber ich tagge ihn trotzdem, weil mir sein DayZ-RP... Ach, DayZ-RP, ja. DayZ-LP auf jeden Fall Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Finde ich, ist ein guter Typ. Hat es auf jeden Fall verdient, auch mal auf die Fragen zu antworten. Vielleicht kommt er ja auch in die Independent-Gruppe rein. Ich weiß es nicht mehr genau, ob er drin ist. Ich, ganz, bei den ganzen Mitgliedern, ich kann nicht alle da durchblicken. Tut mir leid. Nimmt's mir nicht böse. Auf jeden Fall haben wir dann noch den Resaku Gameplay. Ist einer derjenigen, die mich schon etwas häufiger unterstützt haben. Auch mit ihrer Meinung bezüglich meinen Videos. Macht momentan, wenn ich mich nicht irre, Alan Wake. Da habe ich ihm gesagt, dass ich Alan Wake auf jeden Fall spielen möchte. Habe ich ja auch noch für die 360 liegen. Kann ich leider nicht aufnehmen, aber ich werde es trotzdem irgendwann. Ich werde es durchspielen. Ich werde es durchspielen, ich sag's dir. Also, falls du das hier siehst, ich werde es durchspielen. Ebenso macht er auch derzeit noch The Walking Dead Season 1. Ist eigentlich, also ich habe Season 1 gesehen, für mich war Season 1 echt übelst ergreifend, also hätte nie gedacht, dass ein Spiel wirklich so tiefgreifend mit den Charakteren sein kann. Was hatten wir denn sonst noch? Wir hatten den Mace Haku. Haku? Spricht man das so aus? Haku? Auf jeden Fall, der betreibt Battlefield 3, ist aber leider nicht bei uns in der Independent-Gruppe, glaubt. Nein, doch. Er ist in der Gruppe. Doch. Mace, falls du das siehst, ne? Du hast einen Hashtag von mir. Ja, zwei Leute, die das wahrscheinlich hier nie sehen werden oder wahrscheinlich nie darauf antworten werden. Das ist einmal der Jeremiah Rose, primär für... Arma-Szene, das liegt daran, ich mag seine Videos unglaublich sehr, er hat sehr viel Herzblut, steckt er in diese Videos rein, auch wenn er nicht bei uns in der Gruppe ist, hoffe ich vielleicht, dass er irgendwie doch mal sagt, komm, ja, ich komme mit rein, wer weiß, aber auf jeden Fall, nee, also ich mag seine Videos unglaublich sehr, ich spiele ja auch schon seit, ja, ihr blockt mich. Spielt sehr lange Arma und
Also Daumen hoch, beide, beide, beide. Und als letztes, weil ich den Herren auch schon jetzt eine sehr längere Zeit gucke und leider ist er auch nicht bei uns in der Community drin, aber ich tagge ihn auch trotzdem nochmal. Vielleicht antwortet er drauf, wer weiß. Das ist ein Quantum Pro. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Mal sehen. Ah, jetzt wurde ich hier gesehen von denen. So, ja, das wären die Leute, die ich getaggt habe. Ich will ja nicht allen Leuten alle Leute wegnehmen, die zum Taggen sind. Weil dann wäre die Liste ja endlos. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in der Independent-Gruppe an sich sind sehr, sehr, sehr viele Leute, die wirklich gut sind, die sehr viel Potenzial haben. Und ja, das wäre es von mir. Wir entriegeln jetzt noch das Tor und ich glaube, das war's dann. Aber wahrscheinlich müssen wir noch irgendjemanden töten hier. Hervorragende Arbeit. Nee, wir müssen zum General. Hallo. Hallo. Er ist wie Batman. ja. Auf jeden Fall, das wäre mein Facebook-Community-Spezial mit dem Gameplay von The Elder Scrolls Online für euch. Wir werden zwar nicht mehr zum Abschluss dieser Questreihe kommen, aber das ist ja auch nicht so wild, würde ich meinen. Demnächst geht es bei meinem Kanal auf jeden Fall weiter mit Elder Scrolls und da muss ich nochmal ganz genau aber schauen. Elder Scrolls muss ich auch noch gucken wegen Geld. Das sollte aber kein Problem sein. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Also, wenn ich jetzt hier sterben sollte, wisst ihr Bescheid. Ich bin tot. Au. Na, komm, das wird nix. Das wird garantiert nix. Oh, hier ist ja auch noch jemand. Das gibt's doch nicht. Ja, aber auf jeden Fall verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Wünscht mir Glück, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Und ja, bis zum nächsten Mal bei MiloTV, wenn es wieder heißt Let's Play oder keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Haut rein. Ciao. Papau.